Hallihallo und willkommen zu GTA 4. Wir spielen weiter und fahren jetzt rüber zu diesem großen, hübschen Geda. Unser neuer Mafia-Kontakt. Ein neues Mafia-Oberhaupt. Mal sehen, was der für uns zu tun hat. Mr. Giavini, oder wie hieß der? Moment, das kann man doch hier... Jetzt zeig's mir endlich. Gambetti. Don Gambetti, ich bin Nico Bellic. Ich habe eine Pizza für dich, auf russische Art. Russische Pizza. I'm here to see Mr. Gavelli. I was sent by a mutual friend. Come on. Oh, der ist aber ein bisschen alt hier, unser kleiner italienischer Freund. Someone here to see you. So you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend James Pecorino. I don't know what you're... Spare me, please. I'm an old man. I ain't got much time left. Our mutual friend told me everything. Thank you. It made me My pleasure. Der scheint ziemlich nah am Tod zu sein. Some people? All people. Even you, even me, an old man facing the end. And I still care. Care how I look. Care that when I shit myself, the pretty nurse has to clean it up. It's ridiculous. Yeah, well, you know. And I care about my legacy. I've worked hard for this line of work. Now some Russian assholes think they can march in and take control of rackets my family has run for 50 years! You mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end? I know, it's a terrible tragedy. Boah, der ist echt kurz vorm Abnippeln, denke ich mal. Na gut. Komm zur Sache, was willst du von uns? Das stimmt allerdings. Yes. Let me tell you, that faggot friend of yours, Bernie Crane, his boyfriend, he's being blackmailed by them damn Russians. Ah, um diese Russen geht's Ihnen dann. Wir haben gemeinsam Feind, mein Freund hier. Buslines, cleaning, ones we control. These Russian fucking bastards are trying to finish us. What do you want me to do about it? I want you to work with me. In exchange for what? The police have a file on you an inch thick. In exchange for that. Ah, okay. For that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding, Switzerland or some shit. Okay, good. What do you want me to do? A good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City, Russian organized crime. I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen. Ja, mir fällt da auf Anhieb jemand ein, den das nicht gefallen würde. Genau den meine ich. He's coming in from upstate. He'll be at Grand Eastern Terminal on Bismarck. Thank you. Alles klar. Ich tue alles, wenn ich diesem Dimitri eins auswischen kann. Na, dann wollen wir mal, Leute. Das ist ja gut, dass ich keine russische Pizza mitgebracht habe. Ich glaube, die hätte der dann doch nicht gemocht. Russische Pizza, was wird da überhaupt drauf sein? Ich denke mal auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt gar nichts so Typisches ein. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was eurer Meinung nach auf einer russischen Pizza sein würde. Boah, dieser Ausblick hier ist immer herrlich. Wow.
So, da arbeiten wir jetzt also gleichzeitig für die Mafia und für den Staat. Kein Problem. Und ganz nebenbei wischen wir Dimitri nochmal schön eins aus. Das gefällt mir. Ich bin nochmal gespannt, wann wir den endlich töten dürfen. Der Kerl ist mir echt zuwider. Also nach und nach zerschlagen wir sein kleines Imperium hier, indem wir allen Leuten helfen, die Dimitri weghaben wollen. Das wird ihn sicherlich ärgern. Da kriegen wir später bestimmt wieder einen Anruf. Nico, ich habe das nicht gewollt. Wollen wir Freunde sein? Nein, wollen wir nicht. Fick dich, ich töte dich. So laufen die Telefonate mit Dimitri nämlich irgendwie immer ab. Lass uns Freunde sein, Nico. Lass uns einen Haken hinter die Sachen setzen. Lass uns einen Neubeginn machen. Ja, nee, Dimitri, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich werde dich zermalmen. So. Da wären wir. Ich komm schon. Die scheinen hier alle dazu zu gehören. Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. Alright? Sure. Geht klar. Mal sauber machen hättet ihr es vorher ruhig können. So, da ist unser Kontakt. Na, dann wollen wir mal. Auf zum Rathaus. John, how are you? Ach, der telefoniert. Of course. Well, I'm coming to see you as soon as I've delivered the speech. Das ist das andere Auto. Oh, I'm gonna bring up everything we discuss. When I'm done at the podium, Mayor Ochoa is gonna be dedicating half his annual budget to cleaning this problem up. He doesn't want to start getting reckless with the lives of Liberty City voters. No, John, if Och, eine Baustelle. Problem, driver, why is this road closed? Another roadblock? This definitely wasn't mentioned on the traffic report. I'm gonna go and move the barriers. Oh oh. Come on, Mr. Jackson. Let's get out of here. Was zum? Okay, wir haben ein Problem. Du gehörst zu mir. Ah, Entschuldigung. Die gehören alle zu mir. Du aber nicht. Flieg, junger Adler. Oh Gott. Wer ist denn jetzt hier alles feindlich? Du bist, glaube ich, nur ein Zivilist. Haben wir nicht irgendwas? Weil da in der Gasse soll laut meiner Karte noch einer stehen. Tja, die Bodyguards sind schon alle ein bisschen... Boah, der ist aber ein ziemliches Stück geflogen. Oh Gott, lauf, Nico. Na. Diese Rede wird gehalten. Das kann ich euch aber sowas von versichern. Na komm, trau dich. Zeig dich. Ich warte nur auf dich. Wer kommt denn da jetzt noch? Ach du Heilige. So, jetzt dürft's aber nur noch die beiden hier auf dem Dach geben. Okay, jetzt aber nichts wie abhauen. Tja, tut mir jetzt natürlich leid hier für die anderen Personenschützer, aber was soll ich machen? Hoi. Häng die Verfolger ab, können wir machen.
So, die da unten sind auch manövrierunfähig. Ja, tut mir leid. Macht euch halt von der Straße weg. Aber ich glaube, wir müssen die alle töten. So, bring Bobby Jefferson in Sicherheit. Kein Problem. They get the limits of their power. In Europe, the politicians are as crooked as a gangster. They don't understand that things are different here. Yeah, sure. You are as clean as the driven snow. I'll explain that important cultural difference to one of these Russian gangsters if our paths cross. Muss ich hier jetzt so durchfahren? So, da wären wir. Viel Spaß beim Reden. Some immigrants have the best interest of the country in their hearts. I'll tell John you did well. Danke sehr. So, Mr. Gravelli wird wohl glücklich sein darüber. Und wenn er glücklich ist, bin ich es auch. Und wir haben sogar wieder eine Mission bei dem. Sieh mal einer an. Mr. Gravelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. Okay, good. I heard you had some trouble along the way. Nichts Nennenswertes. Ein paar Leute von Dimitri, die ein bisschen was drauf wollten und haben sie auch bekommen. You're working with me, aren't you, Mr. Gravelli? See you later. So. Mit dem Geld holen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen Ausrüstung. Unter anderem wird mal wieder eine kugelsichere Weste benötigt. Ja, ja, ganz ruhig. So, hier holen wir uns noch ein bisschen Munition ran. Hat der keine Granaten oder was? Ach, die sind da vorne. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. So, was haben wir denn dann hier noch? Ein bisschen Munition für unsere Schrotflinte. Brauchen wir hierfür was? Gut, hier haben wir auch alles sauber ausgerüstet. Gut, da würde ich denken, reicht das. Jo, oh, jetzt flackert das wieder hier. Es flackert manchmal, wenn ich aus dem Gebäude komme. Das finde ich ein bisschen nervend. Nein, meine Tür. Naja, was soll's. So, jetzt fahren wir noch zum... Jetzt fährt er hier auch noch die Leute an. Also, was soll denn das? Oh, wir rufen jetzt wieder an. Sehr gut, Leute. Wir haben jetzt genug Respekt gesammelt, um bei Lil Jacob Waffen zu kaufen. Das probieren wir auch direkt mal aus. Wo haben wir den denn? Bei jedem Freund kriegen wir Vergünstigungen. Wurde uns ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Bei Lil Jacob haben wir ja viel Ansehen gesammelt durch die Nebenjobs. Deshalb können wir bei dem jetzt Waffen kaufen. So. Wo ist denn der? Der dürfte ja nicht falsch sein. Falsch sein? So, was hat denn Pulsi jetzt schon wieder? Nico, wir haben länger nichts mehr zusammen unternommen. Die Weiber fühlen sich bestimmt langsam... Moment, ich bin gerade raus. Sicher in der Tundra, weil die Alpha-Männchen lange nicht auf der Jagd waren. Ruf mich. Ruf mich. Okay, die Spitze der verdammten Nahrungskette. Yeah! So, da haben wir ja wenigstens einen Freund, bei dem wir unsere Vergünstigung haben. Und billiger an Knarren zu kommen, ist ja eigentlich eine ganz gute Vergünstigung, finde ich jetzt. Können wir sicher auch um das eine, ums andere Mal ziemlich gut gebrauchen. So, wo müssen wir denn hier jetzt lang? Mensch, ich will heute noch ankommen. Hier müssen wir rein. Mann. Ja, bei den anderen Freunden werden wir es garantiert, naja gut, garantiert vielleicht nicht, aber ich denke nicht, dass wir es da noch hinkriegen werden. Eben, ja, es stört mich einfach an GTA 4, dass man ständig was mit den Leuten unternehmen muss. Es sind einfach zu viele Leute und die rufen zu oft an und so. Das, finde ich, stört ein bisschen an dem Spiel, aber ansonsten, ne? Aber deshalb werden wir halt andere Vergünstigungen wahrscheinlich nicht bekommen, weil ich keine Lust habe, ständig mit Leuten was zu unternehmen. Da hinten ist Jacob. Gehen wir doch mal hin. Und gucken, was er so für uns dabei hat. Hi. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hübsch.
Ja, die Pistole hier brauchen wir nicht. Ein Messer können wir bei dem kaufen. Ich will das Messer. Jetzt haben wir doch was gekauft. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Munition. Ja, wir haben ja jetzt die Waffe die ganze Zeit, aber ich würde auch gerne mal wieder mit der hier ein bisschen rumknallen. Öfter mal tauschen. So, hierfür haben wir eigentlich genug. Hier können wir noch ein bisschen holen. Kugelsichere Weste haben wir genug. So, gut. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Wie kommen wir denn hier? Da. Wir sehen uns, wir sehen uns. Und jetzt nehmen wir uns noch das hübsche Auto hier mit. Na, das ist abgeschlossen. Dann lassen wir es lieber nicht, dass wir wieder die Polizei gleich hinter uns her haben. Ja, wir holen uns das Taxi. Bleib doch mal stehen. Ah, ein Purzelbaum. Nein. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.